Die sieben Pattern der C-Dur-Tonleiter. Mit ihnen deckst du nicht nur die Kirchentonleitern ab, sondern sie sind auch leicht in andere Tonarten transponierbar. Du brauchst die Patterns also nur in die entsprechende Tonart zu verschieben. Das Pattern 1, der C-Dur-Tonleiter im achten Bund der tiefen E-Saite. In diesem Video werden wir hauptsächlich die G-Dur-Tonleiter verwenden. Das Pattern 1, der C-Dur-Tonleiter im achten Bund, brauchst du also nur in den dritten Bund zu verschieben. Das Pattern der G-Dur-Tonleiter als drei Noten pro Saite. Auf Englisch 3 Notes per String. Du brauchst nur das Muster auf der tiefen E-Saite und der A-Saite zu merken. Es wiederholt sich auf den Saiten D und G und auf der B- respektive H-Saite und der E-Saite. Auf den Saiten D und G musst du es um zwei Bünde nach vorn verschieben. Auf der B- und der hohen E-Saite musst du es um drei Bünde verschieben. Thank you.
der sechsten Stufe einer Moll-Tonart findest du einen Akkord, der auch die übermäßige Quarte beinhalten kann. In der Tonart A-Moll ist das der F-Dur, in der Tonart E-Moll ist das der C-Dur-Akkord. Du kannst in der Tonart E-Moll auf der sechsten Stufe C-Dur auch die übermäßige Quarte mit einbeziehen. Oder einen Power-Chord spielen, das ist der Grundton und die Quinte, aber du kannst auch Grundton und verminderte Quinte spielen. Der Power-Chord C5 beinhaltet Grundton C und Quinte G. Du kannst aber auch einen Power-Chord spielen, der den Grundton C und die übermäßige Quarte Fis beinhaltet. Thank you.